Am kommenden Samstag ist ein Jahrestag, der uns in ein dunkles Kapitel führt. Der Jahrestag des Oktoberfest-Attentats. Lange wurde der Bombenanschlag als Wahnsinnstat eines Einzeltäters abgetan. Fast 40 Jahre hat es gedauert, bis dieser Terroranschlag als rechtsextrem eingestuft wurde. Und das ist kein Einzelfall. Rechtsextremismus wurde und wird oft verdrängt und vor allem verharmlost. Die kontroverse Story von Christian Stücken. Erster Juni 2019. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wird auf seiner Terrasse ermordet. Es ist der erste Mord von Rechtsextremen an einem Politiker in der Bundesrepublik. Das, was diese Menschen verbindet, ist ein Hass. Ein Hass auf alles andere. 9. Oktober 2019. Ein schwer bewaffneter Mann versucht in Halle in die Synagoge einzudringen. Er scheitert an der Tür, tötet aber zwei Menschen. Ein Einzeltäter, heißt es. Ignoriert wird dabei, dass sich Neonazis inspirieren lassen von einer Tat zur nächsten. 19. Februar 2020. In Hanau erschießt ein Mann in der Innenstadt 9 Menschen. Vor und in Shisha-Bars. Man hat das Recht zu wissen, dass die Lage jetzt echt sehr, sehr ernst ist. 3 folgenschwere Anschläge innerhalb nur eines Jahres. Die Zahl rechtsextremer Straf- und Gewalttaten steigt. Die Rechten, sie sind wieder da, heißt es. Doch in Wahrheit waren sie nie weg. Die Historikerin Barbara Mante erforscht seit Jahren rechten Terrorismus. Dabei ist sie auf bemerkenswerte Kontinuitäten gestoßen zwischen rechtem Terror von heute und dem der 80er Jahre. Rechtsterroristen fingen an, Anschläge zu begehen, Überfälle zu begehen, die immer gewaltsamer wurden, wo Menschen verletzt wurden. Prominentes Beispiel: In Franken agiert zwischen 1974 und 1980 die Wehrsportgruppe Hoffmann, eine paramilitärische Organisation, die Wehrübungen abhält und sich als Speerspitze für den kommenden Umsturz sieht. Eine weitere Gruppe, die Volkssozialistische Bewegung Deutschlands, sie tritt öffentlich als Partei in Erscheinung und ruft dabei zu Gewalt auf. Terror muss mit Gegenterror gebrochen werden. Unser politischer Gegner ist gewalttätig. Das sieht man auf deren Kundgebungen. Und warum sollten wir nicht auch gewalttätig sein? Einige ihrer Mitglieder werden von der Polizei gesucht. Doch der Fahndungsdruck ist wie später beim NSU nicht besonders groß. Für Journalisten ist es kein Problem, den in Frankreich untergetauchten Klaus-Ludwig Uhl zu treffen. Wofür kämpfen Sie? Ich kämpfe für die Wiedererrichtung des Nationalsozialismus in Deutschland. Wir wollen die Demokratie beseitigen. Weitgehend unbekannt, die deutschen Aktionsgruppen um den Rechtsanwalt Manfred Röder. Sie rufen zum bewaffneten Kampf auf und verüben Sprengstoffanschläge auf Einrichtungen, die NS-Verbrechen aufarbeiten. Im Juli 1980 ändern sie ihre Strategie und greifen Flüchtlingsunterkünfte an. Im AIDA-Archiv in München zeigt uns Robert Andreasch ein Exemplar des Verfassungsschutzberichtes von 1980. Darin heißt es lapidar, dass es am 30. Juli einen Anschlag auf das Sammellager für Ausländer in Zirndorf gab. Das ist der Umschwung gewissermaßen. Das ist das erste rechtsterroristische Attentat mit einer rassistischen Motivation. Und dem folgen bis zum heutigen Tag dann viele. Kurz darauf, am 22. August 1980, zünden die deutschen Aktionsgruppen ein Wohnheim in Hamburg an. 2 Vietnamesen sterben, Flüchtlinge. Die ersten Todesopfer der neuen rechten Gewalt. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Auf dem Münchner Oktoberfest explodiert am 26. September 1980 eine Bombe. Der damals 24-jährige Hans Rohauer befand sich ganz in der Nähe. Er war auf dem Oktoberfest, wartete am Ausgang auf einen Freund. Da ging die Bombe hoch.
Mein erster Gedanke war noch, welcher Idiot hat da Feuerwerksraketen gezündet bei dem Umtrieb? Und dann wusste ich nichts mehr. Hans Rohauer überlebt, weil ein großer, kräftiger Bekannter vor ihm steht und viele Splitter abkriegt. Doch Hans Rohauers rechter Vorderfuß wird fast abgerissen. Er muss unzählige Operationen über sich ergehen lassen. 13 Menschen sterben bei dem Attentat. Mehr als 200 werden zum Teil schwer verletzt. Der Täter, Gundolf Köhler, ein 21-jähriger Student aus Donaueschingen. Er kommt bei dem Anschlag ums Leben. Die Ermittlungsbehörden halten ihn für einen Einzeltäter, der Probleme mit seiner Freundin hatte. Annette Rammelsberger, Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung, kann nicht verstehen, warum die Ermittler damals alles andere ausschlossen. Denn schnell wurde öffentlich, dass Köhler ein Hitlerbild über seinem Bett hängen und an Übungen der Wehrsportgruppe Hoffmann teilgenommen hatte. Dieser Mann wurde dann so dargestellt, als wenn das Politische gar nicht wichtig gewesen wäre, sondern nur der Liebeskummer. Und das ist natürlich eine Verharmlosung, sodass man die Strukturen überhaupt nicht erkennt. Waren die Ermittler auf dem rechten Auge blind? Bis heute hat Hans Rohauer das Gefühl, dass man Hinweise damals nicht ernst genommen hat. Ich kann nur das sagen, was ich gesehen habe. Und das war eben das, dass ein junger Mann mit der Tasche sich an einem Auto auf unserer Seite, eben wo dieser Wiesenausgang war, sich unterhalten hat, heftig gestikuliert hat und sich dann umgedreht hat. Das habe ich alles noch gesehen. Ging dann Richtung Papierkorb und dann ist es halt passiert. Hans Rohauer ist sich sicher, das war Gundolf Köhler. Und er hat unmittelbar vor dem Anschlag noch mit jemandem gesprochen. Irgendwann einmal im November, wenn ich mich recht erinnere, war da mal ein Polizeibeamter da, der mich vernommen hat. Der hat es in eine Klatte reingeschrieben, in so ein kleines. Das Protokoll ist nie irgendwo aufgetaucht. Und seit 40 Jahren erzähle ich das eigentlich so, wie es damals diesen Polizeibeamten erzählt hat. Immer wieder, so stellt Barbara Mante bei ihren Recherchen fest, versäumen es die Ermittlungsbehörden, das Täterumfeld zu durchleuchten und rechte Netzwerke zu zerschlagen. Anders als beim Terror der RAF, der sich gegen Repräsentanten des Staates richtete. Mithilfe der Rasterfahndung wurden tausende Menschen überprüft. Bei Ermittlungen und Fahndungen gegen Rechtsterrorismus gab es das nicht. Das war eher eine konventionelle Fahndung, konventionelle Ermittlungen, wo dann die Täter ermittelt wurden, der eigentliche Tatinhalt. Und was nicht passiert ist, ist, dass ein ganzes Sympathisanten- oder Helferfeld ausermittelt wurde. So ist es auch Jahrzehnte später beim OEZ-Attentat. Am 22. Juli 2016 tötete ein 18-jähriger Schüler in München 9 Menschen mit Migrationshintergrund, die meisten davon Jugendliche. Die Tat wird schnell als Amoklauf eingestuft, als Wahnsinnstat eines isolierten und gemobbten Schülers. Dass dann aber bei ihm einfach Videos gefunden wurden, dass diese ganze Hasspropaganda gefunden wurde, dass wirklich erkennbar war, dass er einfach rassistisches Gedankengut hat. Das hat sich dann erst so langsam in die Gehirne der Ermittler geschlichen. Jahrelang müssen so die Eltern des getöteten Can darum kämpfen, dass die Tat als rechtsextremer Anschlag eingestuft wird. Erst durch ihre Recherchen wird klar, dass sich der Attentäter in rechten Foren und auf Spieleplattformen radikalisiert hatte. Egal, was für einen Beweise unsere Anwälte hatten, egal, was, mit was die gekommen sind, es wurde immer abgelehnt. Und man kann das sehen, als 9 Menschen sind gestorben. Und man kann das auch sehen, als 9 Ausländer sind gestorben. Schon bei den NSU-Morden 15 Jahre zuvor fühlen sich die Hinterbliebenen alleingelassen. Die Familie des ersten NSU-Opfers, Enver Şimşek, wurde sogar von der Polizei verdächtigt, seine Frau überwacht und schikaniert, monatelang. Ich habe mich mit dem Sohn unterhalten, der 13 war, als der Vater gestorben ist. Der sagte, wir waren so erleichtert, als der NSU dann endlich rauskam.
Endlich durften wir trauern. Endlich waren wir auch Opfer. Endlich waren wir nicht mehr Verdächtige. Dönermorde nennt man die Taten. Die Polizei setzt eine Soko Bosporus ein. Früh legen sich die Ermittler fest, entwickeln Tathergangshypothesen, die ihrem Weltbild entsprechen. An rechten Terror denken sie zunächst nicht. So ist es auch schon 1980 beim Doppelmord von Erlangen, bei dem der jüdische Rabbiner Shlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke am 19. Dezember in ihrer Wohnung förmlich hingerichtet werden. Der Täter hat an der Haustür der beiden Opfer geklingelt und sie dort niedergeschossen, auch nochmal, dass sie auch wirklich tot sind mit Kopfschüssen. Also ein Modus operandi, der ganz stark an die Taten des NSU auch erinnert. Und hat die Öffentlichkeit unklar darüber gelassen, weswegen diese Morde begangen sind. Für die Ermittler spricht vieles für einen Mord im jüdischen Milieu, wie es heißt. Sie ermitteln sogar auf Levins Beerdigung in Israel. Die Tatsache, dass er ein Jude war, wurde begriffen und war Anlass zu den wirklich negativsten Spekulationen über seine Person, über seine angeblichen Machenschaften. Am Tatort finden die Ermittler eine Brille. Es stellt sich heraus, dass diese Brille der Lebensgefährtin von Karl-Heinz Hoffmann gehört, dem Gründer der inzwischen verbotenen Mordgruppe Hoffmann. Eine heiße Spur. Doch die Ermittler zögern. Wenn man eine Sonnenbrille am Tatort findet und findet sogar noch den Optiker, der diese Sonnenbrille hergestellt hat, und der sagt, ich habe es der Freundin von der Wehrspargruppe Hoffmann verkauft. Und dann lässt man sich noch Wochen Zeit, bis man durchsucht. Und dann ist der Mörder, der dort gewohnt hat, weg. Uwe Behrendt, der Wehrsportgruppe Hoffmann, taucht unter. Er soll die Tat begangen haben, angeblich Einzeltäter. Heinz Hoffmann wird vom Vorwurf des Mordes freigesprochen, aber wegen Geldfälschung und Freiheitsberaubung verurteilt. Die Tat wird nie restlos aufgeklärt. Behrendt nimmt sich im Libanon das Leben. Da waren die Haupttäter tot, die anderen waren im Gefängnis. Dann kann man leicht sagen, nun gut, das Problem ist, die sind alle weg. Aber die Netzwerke und die Szene, die bleibt ja weiter bestehen. Helfershelfer tauchen ab. Hintermänner werden nicht ermittelt. Spuren vernachlässigt. Auch beim Oktoberfestanschlag halten die Ermittlungsbehörden daran fest, Gundolf Köhler war ein Einzeltäter. Erst jetzt, 2020 wird das Attentat als rechtsextrem eingestuft. 40 Jahre lang wurde der Anschlag entpolitisiert, als Tat eines aus der Bahn geworfenen Einzelgängers. Den Opfern wurde man damit nicht gerecht. Man hat sich sehr schnell darauf geeinigt, dass es quasi zur Seite gekehrt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und am nächsten Tag wurde wieder zur Tagesordnung und weiter gefeiert. Für die Betroffenen ist das kaum halten. Seit 4 Jahren kommt Hans hierher in die Beratungsstelle Before in München. Noch immer leidet er unter den Folgen des Anschlags. Wenn es plötzlich ein lautes Geräusch gibt, wenn an Silvester das Feuerwerk hochgeht. Diese Silvesterknallerei, das war für mich so schlimm. Da kamen Todesängste zum Vorschein. Und auch diese ganzen Albträume, die man in der Zeit immer hat, vor Silvester, vor der Wiesn. Und wenn man da dieses ganze Szenario immer im Kopf drin hat, wie es damals eben ablief bei dieser Explosion. Alle vom Terror Getroffenen leiden unter Folgen. Auch die Angehörigen vom Münchner OEZ-Anschlag. Der Schmerz ist grenzenlos. Wir werden niemals vergessen, warum du nicht der bei uns bist. Niemand soll es vergessen. 4 Jahre mussten die Angehörigen der Opfer des OEZ-Anschlags darum kämpfen, dass die Tat nicht weiter als Amoklauf eingestuft wird. Erst am Tag der Gedenkveranstaltung, am 22. Juli 2020, hat die Stadt München die Inschrift geändert und anerkannt, dass es sich um einen Anschlag aus rassistischen Motiven handelt.
Es war ein sehr schwieriger Kampf. Man hat es uns nicht leicht gemacht. Es war sehr zäh auf allen Ebenen. Es hat viele Bausteine gebraucht. Tröpfchenweise Anerkennung hier, dort, 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 Halle, Hanau, Lübcke. Das alles hat es leider gebraucht. Und endlich haben wir es geschafft. Immer wieder haben sich Ermittlungsbehörden und Justiz schwer getan, rechten Terror als solchen anzuerkennen. Auch wenn er sich gegen Menschen aus dem Rotlichtmilieu richtet, wie mehr als 30 Jahre zuvor in München. Am 7. Januar 1984 wurde die Diskothek Liverpool in Brand gesteckt. Eine junge Angestellte erlag ihren Brandverletzungen. Die rechtsextreme Gruppe Ludwig hatte das Feuer gelegt. In ihrem Bekennerschreiben, das sie nach dem Anschlag auf die Diskothek Liverpool hieß sie, geschrieben haben, schrieben sie, im Liverpool wird nicht mehr gefickt. Eisen und Feuer sind die Strafe der Nazis. Die Gruppe Ludwig hat in Deutschland und Italien 15 Menschen brutal ermordet. Sie suchten ihre Opfer am Rande der Gesellschaft. Barmädchen oder Obdachlose. Heute weiß fast niemand mehr davon. In rechten Kreisen aber werden die Anschläge und Täter bis heute gefeiert. Im AIDA-Archiv in München zeigt uns Robert Andreasch ein Beispiel. Klaus Ludwig Uhl und Kurt Wolfkram, zwei Terroristen, die im Oktober 81 bei einem Schusswechsel mit der Polizei in München getötet wurden, werden bis heute von Neonazis als Blutzeugen und Märtyrer verehrt. Sie werden auf ein sehr, sehr hohes Podest gestellt. Und es wird quasi gesagt, ja, das sind politische Täter, die haben das quasi für die Sache gemacht. Und als Manfred Röder, der als erster dazu aufgerufen hatte, Flüchtlingsheime anzuzünden, 1996 vor Gericht stand, waren unter den Besuchern im Gericht auch zwei Gefolgsleute, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt vom NSU. Zwei Jahre später tauchten sie unter. 24 Menschen wurden in München von rechten Tätern getötet. So viele wie in keiner anderen Stadt in Deutschland. Hilfe bekommen die Betroffenen oft erst dann, wenn die Tat offiziell als Terrorakt eingestuft wird. Und selbst dann bleibt es schwierig. Wenn dann Politiker sich hinstellen und sagen, schnelle, unbürokratische Hilfe, und dann kommst du in dieses Verfahren ein und musst hunderte von Anträgen ausfüllen, die erst nichts wert sind, weil man keine Hilfe bekommt, da kommt man sich dann im Laufe des Lebens schon verarscht vor. Drei Terroranschläge allein im vergangenen Jahr. Annette Rammelsberger glaubt nicht, dass die Rechten wieder verschwinden. Man braucht nicht zu meinen, dass diese Klientel weg ist, dass die irgendwie eingeschüchtert ist. Vom NSU-Prozess wurde sie sicher nicht eingeschüchtert, denn da haben am Schluss beim Urteil die Rechtsradikalen geklatscht. Die Rechten, sie sind immer noch da. Sie waren nie weg und verfügen heute über bedrohliche Netzwerke.